stehe hier in Berlin vor dem Deutschen Bundestag und ich freue mich darauf, dass ich am 18. März hier unseren neuen Bundespräsidenten Joachim Gauck wählen darf. Ich war schon vor knapp 2 Jahren hier. Bei der letzten Bundesversammlung in 3 Wahlgängen haben wir versucht, Joachim Gauck zum Präsidenten zu wählen. Es hat damals leider nicht geklappt, weil es einige gab, die noch nicht wussten damals, dass sie ihn gut finden dürfen. Die Situation hat sich zum Glück geändert. Ich glaube, Joachim Gauck ist der richtige Präsident. Selbstverständlich ist Joachim Gauck kein Grüner. Und selbstverständlich gibt es Äußerungen von ihm, die ich nicht gut finde. Das, was er zur Zuwanderung gesagt hat, ich finde, das ist klärungsbedürftig. Und das müssen wir auch klären. Aber das ist das Gute an ihm, dass Joachim Gauck jemand ist, mit dem man diskutieren kann, der zuhören kann, der Argumente aufnimmt, der auch seine Position ändern kann. Und ich glaube, so jemanden brauchen wir in Deutschland. Er kann demokratische Diskurse in unserem Lande anzetteln. Und das ist gut so. Und deswegen freue ich mich, dass ich ihn am 18. März hier in Berlin wählen kann. Und hier in Bellevue wird dann nach dem 18. März ein Bundespräsident sitzen, der sich wie kein zweiter für Freiheit und Demokratie einsetzen wird und der eine klare Botschaft haben wird, dass wir dem Rechtsradikalismus ein klares Stoppschild hinstellen. Und für uns in Bayern hat die Wahl von Joachim Gauck noch eine ganz besondere Pointe. Wir werden dann eine First Lady haben, die aus Franken kommt.